Und Konnichiwa und herzlich willkommen wieder zum Play by E-Mail Nummer 39. Ich bin der Captain und wir befinden uns in Runde 70. Es sind noch 5 Runden bis zum nächsten Zeitalter. Dann trete ich von der Klassik in das Mittelalter ein. Aber wenn ich mal die Forschung so anschaue, muss ich echt sagen, ich habe vom Mittelalter ja schon einiges erforscht und werde noch eine dritte Technologie auch erforschen vom Mittelalter. Und die anderen sind gar nicht mal so lange hin. Sprich, ich werde dann wahrscheinlich schon recht zügig mit dem dann auch noch in, ja, wenn ich einen Wissenschaftler bekomme und ein Aquädukt bekomme, und das bekomme ich auch, recht zügig hier durchkommen, sodass ich eigentlich im Prinzip schon fast sagen kann, hey, ich gehe ja schon fast auf die Renaissance zu. Aber gut, so ist das halt. So, was haben wir denn jetzt für Aktionen? Also zunächst erstmal haben wir einen Handelsweg abgeschlossen. In Sansibar haben wir einen Handelsposten. Sehr schön, dann kann ich da auch durchleiten. So, dann kann ich mit Glauben Missionare erwerben. Und zwar gleich mehrere, das werde ich auch noch machen im Laufe des Spiels. Das ist uninteressant und der Bogenschütze ist beförderungswürdig, aber auch noch andere Einheiten. So, also machen wir mal erstmal den Aufbau. So, Produktion und so weiter kommt natürlich dran. Erstmal die Hand... Na, Grenze, lass mal stehen. Erstmal die Handwerker. So, hier unten brauchen wir das Gips oder den Gips. Und wir wollen eine heilige Stätte gründen. Und zwar hier, denn ich kann von Glauben nicht genug kriegen. Und es wäre sicherlich ganz gut, wenn hier auch noch ein bisschen mehr der Glaubensdruck steigt auf andere Randstädte. Nachdem ich ja im Prinzip hier keine Glaubensstadt drin habe, brauche ich hier wahrscheinlich wieder eine Glaubensstadt. Ich habe auch ein bisschen gehadert, ob ich nicht vielleicht Forschungsstadt nehmen sollte. Campus wäre auch noch drin gewesen. Aber hier die heilige Stätte bringt immerhin direkt 3. So, jetzt gucke ich nochmal drauf. Ich muss jetzt natürlich auch hier in dieser Stadt entsprechend wieder genügend Nahrung haben. So, nehmen wir die hier oben. So, verlieren wir einmal Glauben jetzt, aber in 5 Runden werde ich das wieder haben. Dann noch hier produzieren, da produzieren. Und wenn in 4 Runden hier der Stein kommt, habe ich hier dann wenigstens auch nochmal ein Feld, das keine Anziehungskraft hat, aber immerhin noch eine Produktion nochmal mehr nimmt. Besser als das hier oben. Und auf jeden Fall besser als das hier mit 2 Nahrung, einem Glauben. Und dann habe ich den Glauben hier perfekt auf 3 für immer. Dann dieser Handwerker hier, du kannst hier eine Mine erstellen. Damit verliere ich nochmal einen Glauben, nämlich den bei diesen Pferden hier. Kann aber jetzt hier das Industriegebiet anfangen. Und wenn ich jetzt ein bisschen umstelle, nämlich von dem weg auf das, habe ich nochmal ein bisschen Produktion und komme jetzt auf 22 Produktion. Damit ist in 6 Runden auch, sprich genau eine Runde nachdem ich das neue Zeitalter erreicht habe, dieses Industriegebiet fertig. So, ich kämpfe zwar dann nicht um die allerersten großen Ingenieure, aber ich habe auch jetzt schon angefangen, da gute Industriegebiete zu haben. So, den ziehe ich mal hier rüber. Und ja, dann mache ich hier weiter. So, den Missionar Shinto. Shinto ist die beste Religion der Welt. Der kommt hier unten hin, denn Osaka soll mal angeklickt werden. Macht er dann nächste Runde. So, ansonsten der hier eins hier rüber. Einmal hier die Fischerboote, damit ich auch das Luxusgut Wasserschildkröten kriege. Gibt mir hier zwar nur plus 1 Nahrung, ist halt damit ein bisschen schwach, aber die Wasserschildkröten werden auf meine Städte wirken und das hilft bestimmt. So, der hier hat auch noch 3 Ladungen. Der geht dann hier auf dieses Sägewerk, aber über dieses Feld, damit ich nächste Runde hier ein Sägewerk bauen kann. Und das hilft dann auch Kyoto. So, Kyoto baut derweil eine Kaserne. Kyoto baut aber auch
einen Missionar. So, 80 kostet der. Ich habe nämlich mal ausgerechnet, hier mit Paris. Überraschungsklick erklären, noch 6 Runden. Und ich glaube, wenn ich hier noch erst mache und dann den hochbringe, das wird zu knapp. Wenn ich den jetzt hier direkt hochbringe, sind es in 5 Runden. Bin ich also noch vor, wieder ein Überraschungskrieg passieren kann, der ja auch von ihm ausgehen kann. Ich muss ja auch davon ausgehen, dass er Krieg führen kann. Und ich will nicht unbedingt, dass er meinen Missionar hier tötet und mir hier dann vielleicht noch durch den getöteten Missionar ich dann vielleicht noch Glauben verliere. So, dann kommen wir zu der nächsten Runde. Also, hier haben wir noch einen Handwerker und du baust hier deine Mine. Verlieren wir dort nochmal einmal Glauben. Ja, und du kannst auch das Feld nehmen. So, dann bist du zwar hier bei 4 Runden für den Hafen, aber das werde ich vorher umstellen. Das werde ich vorher umstellen. So, der japanische Händler, der hier rumschwirrt. Ich habe hier zwar verschiedene Sachen wie 3 Nahrung und 2 Produktion. Das würde jetzt nochmal das hier verbessern. Der Tempel hier, der muss aber gar nicht vorher fertig werden. Auch Paris wäre richtig schön mit plus 1 Produktion und 7 Geld. Oder Aachen plus 1 Produktion und 10 Geld. Wirklich sehr schön Aachen, wo man hingehen kann. Aber ich will erst nochmal hier diesen einen Handelsweg kriegen, des von Bandar Brunei. Sind zwar nur plus 6 Gold, aber ich kriege einen Gesandten dazu. Leider nimmt er mir dann hier dieses Steinfeld weg, aber ist halt jetzt so. Gut, was toll ist, er geht dann hier rüber, zack, zack, macht hier nochmal eine Straße hin. Habe ich nochmal ein paar Felder hier mit einer Straße versehen. So, du wirst hier jetzt nochmal den Regenwald entfernen. So, damit ist hier Tokio ganz klar nochmal verbessert. Aber braucht immer noch 6 Runden, beziehungsweise braucht... was? Kein Malus? Doch, natürlich. 0,25 Wohnraum-Malus, genau. Braucht nur noch wie viel... 3,5 Nahrung wird nur noch benötigt für den Wachstum. Ja, das ist nicht viel, aber durch diesen 0,25 Malus kriegt man das natürlich nicht so schnell. Aber das Abholzen, die Nahrung wird komplett gezählt. Also wird das hier dann nächste Runde einen Wachstum nochmal bringen. So, das hatten wir auch. Dann... Was kommt als nächstes? Ah, Fukuoka. Genau, hier oben einmal das Handelszentrum auswählen und gleichzeitig in Fukuoka mit Glauben noch einen Missionar kaufen. Warum, sage ich später. Und in Sendai, da mit Blick auf das, Heureka, und auf den Wohnraum, der hier dann durchaus auch mal auf 10 hochgehen kann, damit die Stadt dauerhaft mal weiter wachsen kann. Hier schon mal ein Aquädukt platzieren, auch wenn ich erst nochmal 2 Runden den Handelsposten anbauen will. Gut, und ansonsten kommen jetzt die Einheiten hier hinten verschanzen. Nochmal ein Handwerker, du kannst hier die Steine mal machen. So, dann ist er auch um eine Runde schneller. Der Reiter kann hier nochmal gucken beim Ami und sieht, aha, die Bogenschützen versammeln sich und gehen da langsam durch. Ich werde das weiter beobachten. Du sollst natürlich auch 5er Bewegungsbonus haben. Hier oben ihr, du gehst in Richtung Bordeaux. Und du entdeckst hier oben ein bisschen was, aber da gibt es nicht viel zu entdecken. Da müssen wir mal gucken, 1, 2, 3, ob wir das jetzt auch noch weiter entdecken oder zurückkehren. Zeit dafür habe ich ja. So, ich habe noch andere Einheiten. Hier ist auch noch eine. Zack. Entdecken wir beim Ami noch mal ein bisschen auf, was hier so ist. So, last but not least, letzte Einheiten. Wir sind beim Russen halt entsprechend. Und der Russe ist mit seinem Pferd offensichtlich geflohen.
Und mit dem Rest, mit dem Schwertkämpfer, den hat er hier zum Verteidigen verschanzt. Hat damit jetzt auch einen Verschanzungsbonus bekommen. Was, naja, nicht unbedingt so toll ist, aber wir werden die Nuss schon noch knacken. Und zwar haben wir einmal den Schwertkämpfer, den ziehen wir hier hin. Und jetzt machen wir das, was man mit Reiterhorden halt auch ganz schön machen kann. Wir umzingeln ihn. Der muss eh über den Hügel ziehen, also gehst du so. Du musst nicht über den Hügel ziehen, du gehst dann mal dorthin. Du bleibst dort stehen. Und du gehst auf dieses Feld. So, jetzt die Frage, was greifen wir wie an? Wir ziehen den General nicht, weil wenn ich ihn vorziehe, dann steht er fest, weil der hier quasi ihn bindet. Und deswegen jetzt erstmal hier. Das ist zwar dann etwas schwächer, aber er wird geschwächt. Zack. Der kriegt die Beförderung. Den hier, Gleiches mit Gleichem. Nein, der Reiter ist schwächer, deutlich schwächer, aber der Schwerti wird auch ordentlich geschwächt. Zack. Und jetzt können wir mit unserem Schwerti angreifen. Der Schwerti ist deutlich stärker mit 58. Ja. Und der andere ist geschwächt. Und ich ziehe ihn auch gleich halt entsprechend nach vorne. Und dementsprechend... Nanu, warum hat das jetzt nicht geklappt? Das verstehe ich jetzt nicht, warum es nicht geklappt hat. Beim letzten Mal hat das geklappt, entsprechend. Und der hier war hinüber. Wahrscheinlich, weil ich die Missionare früher gekauft habe und beim anderen Mal später gekauft habe. Also man sieht hier, alles was man macht, muss man genau in der Reihenfolge machen, damit das wirkt. Der würde also hier stehen und die Reiter hier gehen halt weiter. Du plünderst hier. Da oben sehen wir den geflüchteten Reiter. Mit dem ziehen wir mal hinterher. So. Aha, da ist noch ein Homer, ein Hummer, ein Homer. So, und anstatt den jetzt hier wegzuhauen, das könnte ich natürlich jetzt auch machen, stelle ich halt die Einheiten so hin, wie sie eigentlich stehen sollen. Du sollst da oben stehen, damit ich hier aufklären kann. Und man sieht, Novgorod hier hat keine Stadtmauer. Und Astrachen baut hier aber Stadtmauer. Und da oben St. Petersburg auch. Also die beiden Städte werden wahrscheinlich tabu sein, weil die wahrscheinlich sau viel Produktion oder genügend Produktion haben. Plus höchstwahrscheinlich unter F5... Nee, da nicht. Aber hier plus das Rana, also Hundepriester Russland, wahrscheinlich Verteidigungstaktiken haben wird jetzt. Kann er wahrscheinlich haben. Wird das schnell gehen. Also greifen wir Novgorod an. Und jetzt müssen wir noch das hier hochkriegen. Also eigentlich stände der dort. Ne? Und könnte dann noch weiter hoch gehen. So. Und der... Der Weizen hier... nicht der Weizen. Der Shinto-Apostel stände eigentlich... Ja, und der kann da sogar stehen. So, also der ist eigentlich weg. Der verhindert nur, dass der nicht auf dem Platz steht und dass der nicht auf dem Platz steht. Jetzt, weil er nicht weggekommen ist. Weiß der Teufel, warum das jetzt nicht geklappt hat. Obwohl ich genau das gleiche gemacht hatte. Also, Würfelglück ist halt doch ein wenig entscheidend hier. So, du gehst zurück, machst das noch und ich glaube, bis auf... Oh, diesen Reiter hier noch, genau. Ich will beim Deutschen nochmal ein bisschen gucken. Und hier beim Engländer will ich auch nochmal ein bisschen gucken. Da hat er seine Ritter, ob der Stockholm angreift, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls alles, was ich so habe jetzt. So. Die Sachen lasse ich so stehen. Interessant, dass ich hier 55,6 jetzt stehen habe. Obwohl ich
was habe ich denn mit Kultur? Ach, wahrscheinlich, weil hier, nee, weil in Kyoto das fertig war und ich das umgewandelt habe. Deswegen steht jetzt da 55,6. Kyoto, genau. Gut, Punkteverteilung. Erstmal wissenschaftlich führe ich ganz klar 66,6 vor 48,8 von China. Russland 37,4 und England mit 49 kommt halt entsprechend in die Pötte. 14 Technologien, ich habe 19 Technologien, 5 Technologien vor ihm, da hat er eine ganze Menge aufzuholen. 55,7 zu 32 zu, wo ist England, 23, also England für mich jetzt der Drittplatzierte, auch militärisch. Da 393, ich 478, er 645. Frankreich im Frieden und Russland nur noch 130. Also Russland ziemlich schwach jetzt. Da hat ja sogar der Römer mehr Militär. Okay, punktemäßig ganz klar, ich über 360, das sind 364 oder 65 sogar. Und ansonsten nicht besonders viele Veränderungen bei den anderen. Wenn wir mal reingucken hier in die Berichte, da jetzt nicht, Stadtberichte quasi, haben wir hier mit, ich glaube, 51 Bevölkerung auch deutlich die meiste Bevölkerung, auch deutlich mehr, als ich es mir vom Chinesen errechnen konnte bisher. Und, was wollte ich jetzt noch? Genau, Gouverneure habe ich einen verfügbar, mache ich aber noch nicht. Nee, was wollte ich machen? Genau, große Persönlichkeiten. Seht's aber eigentlich auch nicht schlecht aus. Bei Japan, beim großen General habe ich jetzt 6 pro Runde. Das sollte gut gehen. Das heißt, in ca. 10 Runden gibt es dann halt den nächsten. Weil ich auch bald 7 bekomme. Vielleicht auch noch ein 8. Mal gucken. Russland hat 0. Frankreich hat 3. Alle anderen spielen im Rennen um die Generäle nicht mit, also Generäle absolut mein Steckenpferd. Ingenieur, Deutschland schon 2,3, hat also schon zweimal die Hanse gebaut. China hat einmal Industriegebiet gebaut. Großer Händler, China ganz vorne dabei mit 4 Punkten. Sehr interessant, 4 Punkte. Ja, für große Händler. Deutschland immerhin 2,3, Russland einen und ich 0, weil ich es noch nicht fertig habe. Wird auch in den nächsten 5 Runden nichts. Wissenschaftler umso eher wichtig. China wird wahrscheinlich den nächsten kriegen. 6 Punkte Vorsprung, wobei 6,9 von England, das wird knapp werden. England werde ich nicht vorbeiziehen, ich habe nämlich auch nur 6 große Wissenschaftlerpunkte. Aber ich bin jetzt durch mein Projekt bis auf 78,5 hier oben ran, habe Russland deutlich überholt und damit entsprechend alle Chancen, frühzeitig doch noch einen zu bekommen. Hoffentlich erst in 5 Runden, wenn ich im neuen Zeitalter bin. Aber 5 mal 6 sind 30 und das bedeutet, naja, es wird höchstwahrscheinlich doch schneller gehen. Wobei ich das ja steuern kann, wenn ich den rausnehme, kann ich ja was anderes reintun. Und ich glaube, das werde ich sowieso auch machen, weil dann kommt die Update-Karte rein und dann werde ich da entsprechend mal keine großen Wissenschaftler bringen. So, also könnte es passen mit Verzögerungstaktik. Gut, ich glaube, das wäre es dann auch. Mehr zu sagen gibt es nicht und ja, wir sehen uns dann in Runde 71 wieder, wenn es weitergeht hier mit dem Captain und den Japanern in Civilization 6. Sayonara!